Bam, Leute! Und herzlich willkommen zurück zu Kena, Bridge of Spirits. Wir und unsere Homie, wie hieß sie nochmal? Naja, die jude Frau daneben. Wir sind hier im neuen Gebiet, um nach Adira. Ich habe sie, glaube ich, am Anfang Adria genannt. Um die Adira zu befreien. Nice ass, Bro. dafür sind wir jetzt hier in diesem Gebiet. Da war vorhin alles am Brennen. Die Scheiße war am Dampfen. Und jetzt ist aus irgendeinem Grund alles wieder gelöscht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt mal uns um die Liebe kümmern. Ne? Die Liebe, die ist wichtig. Das ist hier, ne? Ja. Können wir denn hier was machen? Kommen jetzt hier Gegner? Du portest dich mal wieder. Okay. These rocks look like they're part of a larger structure. This is our ox. He helped us shape the land. We have to help him. I don't know how he could possibly be functioning after all this time, but we can't leave him like this. Funktionieren? Try clearing the other areas of corruption in the fields. I think they're connected. Also wenn da ein Ochse drunter ist, dann wird er nicht mehr funktionieren, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Eine Bombe drauf. Das würde dem Ochsen aber auch nicht helfen. Ja, dachte ich nicht. Okay. Wir gucken uns mal um. Was ist ein Blümchen? Blümchen weist auf den Kampf hin. Können wir das doch mal machen? Jawollo. Ist das ein Magier? Nee, ne? Was bist du für einer? Was bist du für einer? Neue Gegners. Oh Gott. Ach, das ist gar kein Gegner. Ich dachte gerade schon ein bisschen viele Gegner. Gut. Die ballern. Da ist einer. Der ist ein bisschen stuck. Helft ihm mal. Kein Problem. Wo ist hier die. Gibt es hier eine Blume zum Zerschmettern? Ah, ich muss wahrscheinlich. Ich muss ja auch dich mal, ne? Bitte. Hier. Genau. Ah, kein perfektes Timing hier. Lass mich bitte in Ruhe, ich muss mich um Papa kümmern. So, da. Warum visierst. Das ist auch so ein Ding. Warum visiert das Spiel Gegner hinter mir an, anstatt den vor mir? Das ist was ich noch nicht. Der markiert die wildesten Gegner. Also sehr wild ist das wieder. Komm, ich kümmere mich mal an euch, Fetzen. Oh. Ah, super, geht doch. Blümchen? Gibt's ein Blümchen? Ich kann die Blume auch schlagen und dann heile ich mich. War das gerade? Nee, sie ist ja noch da, die Blume, oder? Hm. So, hier brauchen wir einen Tropfen. Da ist er. Komm mal ran. Ja, ihr müsst ihn schon mitnehmen, ne? Sonst wird's schwierig. So. Warum funktioniert meine Kamera nicht? Weil es eine Cutscene gibt. Okay. Okay, da bei dem Turm müssen wir die Scheiße wegmachen. Alles klar. Dort. Gut. Aber hier war doch noch was anderes, was ich wegmachen wollte, oder? Habe ich da nicht vorhin was gesehen? Da unten, genau. Da ist ein kleiner Schrein. Da. Ja, komm. Ja, komm. Dankeschön. Wie komme ich da hin? Ja, glaube ich nicht, ne? Darf ich da runter? Ja, wunderbar. Ja, tipptopp. Wieder schön zum Glatzkind beten. Und dann
Geh mal da hoch zum Turm. Was wir da wegmachen können. Ja, ich muss leider was sehen. Hups. Ja. Hier ist Abgrund. Das heißt, ja, wir müssen da lang. Okay. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Ja, machen wir so ein bisschen Scheiße weg. Was ist da? Aha. Ich mach einfach mal hier weg. Achso, ist auch eine Blume. Sehr gut. Ich muss das ja vorher wegmachen. Ne? Kann ich das so machen? Ja, das geht doch, oder? Ja, guck mal. Perfekt. Timing. Okay. Ja, und dann hier, ne? Nein, das geht nicht. Scheiße, ja, dann muss ich das hier erst wegmachen. Wie machen wir das? Ich lass dich mal aufladen. So, und dann schnell bitte. Ja. Oder auch nicht. Eine Blume. Aber wie komme ich da ran? Oh. Okay, ich brauche die Schnecke also gar nicht. Ja, das geben wir hin. Easy. Jump'n'Run sind wir Masters. So, zack. Und zack. Greifhaken-Action. Und dann... wieder eine Schuss-Challenge. Wieder hin. Legolas. Achso, da hinten geht es weiter. Huch. Ja, kein Problem. Machen wir. Das kenne ich auch von Eldring. Einfach mal Backflip nach hinten, schön in den Abgrund. Schön, dass es hier auch geht. Okay. So, der hat sich jetzt ein bisschen geöffnet. Muss ich noch mehr oder kann ich da jetzt schon hin? Gibt es denn noch so einen Turm? I don't know. Ich gehe mal gucken. I guess. Ich gucke, ob ich da jetzt... Oh, wobei, da ist Loot. Ja, Loot muss sein. Kann ich damit Fallschaden abdämpfen? Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Fallschaden? Ja, geh runter. Slurp. Was ist das hier? Oh, das ist ein Gegner. Das war ja frech. Ah, ja, ein Krog. Rot-Level erhöhen vielleicht? Brauchen wir ein paar mehr. Ein paar viele mehr. Okay, wir gucken uns erstmal ein bisschen um, bevor wir wieder zu Blume gehen. Weil ich glaube, die ist eh noch nicht offen, oder? Hat sie ja nur so ein bisschen geöffnet. Was ist hier? Es riecht nach Loot. Der riecht nach Loot, jawohl! Das ist nur ein scheiß Hut. Aber immer ein cooler Hut. Ein Ochse. Stimmt, hier soll es ja irgendwo einen Ochsen geben. Ja, ob der noch funktioniert, in Anführungszeichen, da bin ich mir nicht so sicher. Na gut. So, was ist hier? Ist das ein Lift? Sieht irgendwie nach einem Lift aus. Irgendwie auch nicht. Na gut, vielleicht kommt hier später was. Hier nichts. Okay. Dann geh mal da hoch. Da sehe ich schon eine Statue. Mit der kann ich nichts machen, ne?
Wo sind wir denn kartenmäßig? Okay, da sind wir. Gehen wir doch mal bei diesem Anwesen da gucken. Oder was auch immer das hier ist. Ne, wir sind auf dem... Ne, da sind wir auf dem falschen Weg. Hä? Achso, da waren wir schon. Bei dem. I don't know. Wir gehen einfach mal hier lang. Hier ist wieder Scheiße. Die machen wir weg. Aber sowas von. Los, zeigt euch. Es geht Kloppe. Kloppe, Kloppe, Reiter. Das ist eine Challenge. Ah ja, Challenge. Das sieht nach Schlitterpartie aus. Dann gehen wir da mal nicht lang. Aha. Was müssen wir denn hier machen? Can you pick that up? Kann man das aufheben? Ja, ein bisschen XP, das sieht. Der hat gefällt dem Papa. Das hier wiederum eher nicht, aber was soll's. Das ist eine Sniper-Quest. Scheint so. Oh, moin! Nee, nee, nee. Da muss ich mein perfektes Timing unterbrechen, leider. Du bist ein bisschen dumm, aber macht nichts. Sogar schneller. Zwei aufgeladene Schüsse und die sind tot. Oh, es gibt noch viele Feinde. Okay. Acht Feinde? Hä? Wieso gehen die Feinde hoch? Hä? Wieso werden es immer mehr? Ach so, ich muss die schnell töten, oder was? Ach so. Nee, das ist noch eine viel ekligere Zeit-Challenge. Okay, bei denen kann ich nicht aufladen. Alles klar. Ach komm, das war ein aufgeladener Schuss. Wo ist denn? Hä? Nee, also das ist eine richtige Kack-Challenge. Ich soll da runtergehen und dann spawnen die Gegner hier oben? Seriously? Nee. Ich gehe erkunden. Haben wir hier was? Nee. Achso. Also. Sorry, aber. Das ist so ein Kack-Feature von dem Game. Wenn es das nicht gäbe. Dann wäre das Game so viel besser. Aber sowas regt einfach unnormal auf. Ich mache doch nicht eine Zeit-Challenge, wo ich... Hä? Ich kann die unten nicht schnell killen, weil da die aufgeladenen Schüsse irgendwie nicht funktionieren über Distanz. Das wird extrem abgeschwächt. Das heißt, ich müsste eigentlich da runter gehen, um die schnell zu machen, aber dann spawnen oben wieder und das... Hä? Das macht absolut keinen Sinn. Naja. Ich glaube, ich werde jede Zeit-Challenge einfach ignorieren jetzt. Das macht mich zu depressiv sonst. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob hier noch was ist. Mach mir lieber das. Und ich kriege ja sowieso kein Outfit daraus. Also, was kommt hier noch dazu? Warum soll man die überhaupt machen, wenn man eh nichts Gescheites daraus kriegt? Man kriegt nur Geld daraus. Und das Geld braucht man nicht, weil man keine Outfits kriegt. Also, das Belohnungssystem in dem Game, das ist Arsch. Da bin ich ehrlich, das ist ziemlich Arsch. Das haben die nicht gut gemacht.
kann ich nur wieder Eldring nochmal loben. Wie geil halt eigentlich Eldring ist. In so ziemlich allen Punkten. Und ratet mal was, Elden Ring hat keine Zeit-Challenges. Ja, ist ja gut, ich höre auf mit Elden Ring. Ach nee, ich höre nicht auf mit Elden Ring. Elden Ring ist ein geiles Spiel. Aber ich höre auf jetzt drüber zu labern. So. So. Was ist hier? Geld. Muss ja gerecht sein. Brauche ich zwar nicht, aber hey. Gib mir lieber ein bisschen XP. Nein, nein, nicht. Alter Knopf. Auch noch mehr Geld. Den Gegner. Ein Schildboy. Nein, was? Ach, zwischen die Augen. So heißt das Achievement, das ich gerade bekommen habe. Man kann den beim Schild oben in diese kleine Lücke feuern. Habe ich unterbewusst gerade gemacht. Und dann sind die One-Shot. Okay, gut zu wissen. Meins. Ach, ein Krok. Den nehme ich gerne. Die sind schon süß. Kleine Cuties. So, da sind wir wieder hier. Dann gucken wir hier nochmal kurz. Da ist abgesperrt. Ja, da kommen wir nicht lang. Hier ist wieder Diarrhea Lake. Der ist überall. Oh, was ist das? Ja. Aha. Oh. Okay. Ein bisschen Jump'n'Run-Action. Gut. Oder war da noch was? Oh, da wäre auch noch was gewesen. Scheiße. Naja. Kann nicht alles haben, ne? Wo sind wir jetzt hier? Alter Brunnen. Rufus Scheune. Ja. Loot. Noch mehr Loot. Bin reich. Aber was bringt mir der Reichtum? Reichtum erfüllt mich nicht. Ah, doch, eigentlich schon. Reichtum ist ziemlich geil. Also im Real Life. Reichtum ist schon was Geiles. Gut. Wieder falscher Knopf. Diese Bombe bringt mich so durcheinander. Huch, der war One-Hit aus irgendeinem Grund. War wieder auch witzig. Lol. Hab ich den ge-One-Hitted? Wie so ein dreckiger Sniper? Das gefällt mir gar nicht. Kann ich dich auch wieder one-hitten? Oh! Erstmal dich. Aua. Kann ich den hier machen? Wenn ich gerade am Aimen bin. So. Du möchtest sterben? Ja, möchtest du. Alter, hat mir der gerade Money gegeben? Was ist das? Ach so, okay. Ja, ich sehe. Ja, es kann eigentlich da bleiben. Wir gucken weiter nach da. Könnt ihr euch das? Oh, das kommt. Ach so, könnt ihr nicht? Ah, okay. Dann kommt das hier hin. Und das kommt hier hin. Maybe. Boah. Das ist aber ein ambitionierter Sprung. Ja, wir probieren es. Nee, ich kann mich ja vor allem gar nicht da festhalten, ne?
ist Quatsch. Oh, wobei. Warte mal, könnt ihr noch ein bisschen weiter? Hier so? So, und dann muss das hier noch ein Stück näher. So, stopp. Ja. Ja. Und jetzt ist halt... Moment. Oh, ihr könnt mich tragen. Ihr seid ja richtige... Giga-Chats einfach. Holy shit. Ja, danke. Huch. Das habe ich nicht gedrückt. Okay, das ist eine Heilblume. Die werden wir mal nicht nehmen. Aber keine Sorge, ich werde sie garantiert wieder aus Versehen nehmen. Loot, 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 Loot. Loot, nein. Loot, Loot, Loot. Loot, 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 Loot. Loot, Loot, meins. Okay. Ja, schön. Ja, geht mal gut. Oh, könnt ihr euch selbst verletzen? Er hat zumindest Rückschritt bekommen, aber ob es ihn verletzt hat, kann ich sagen. Sehr schön. Auch ein bisschen kacki, dass die hier nachspawnen. Nochmal ein Groot. Aua. Ah, nee, das ist kein Groot. Alter, okay, okay, ja. Den kann ich schließen. Oh! Oh! Nein! Groot, warum? Wir sind doch Freunde. Moment, aber warum konnte ich den einen schließen? Ich habe doch durch überhaupt Gegner gekillt? Ich kann den von Anfang an schließen. Okay, du machst Abgang. Also ich hab keinen Mut. Bin ich mutig genug? Da liegt doch Mut. Nimm doch einmal den. Aua. Stirb. Du stirbst auch. Und wow. Oh. Oh. Richtiger Paladin-Mensch. Den kann ich nicht, ne, zwischen die Augen. Schade. Aber ich kann safe dir eine Bombe hinknallen. Ich hab geschildert. Ah. Ja. Ja, der hat Reichweite. Ja. Hat's dann noch einen? Okay, also ich darf dem nicht gegen das Schild fallen. Alles klar. Boah, aber das ist eklig. Ja, da muss ich den mit dem Bogen machen. Wir nehmen uns mal Heilung. Ding ist, wie mache ich ihm jetzt Schaden? Wobei der Bogen macht gar nicht so wenig Schaden. Ich will die Beine abballern. Ich muss ihn auf die Beine ballern. Ah, das habe ich geblockt. Wo baller ich wieder hin? Okay, ich kann das nicht blocken. Mein Schild war draußen. Diesmal wirklich. Bitte nimm das. Danke dir. Schön auf die Beine. Schön auf die Füße. Okay, das. Ja. Aber das war nicht der Grab. Den Grab muss ich. Genau, den muss ich ausweichen. Den kann ich nicht blocken. Ich weiß nicht, ob ich ihn parieren kann, aber blocken kann ich auf jeden Fall nicht. Wie wär's, wenn ihr hier mal. Aber ich werde da nicht rangehen.
Der schwingt da so um sich. Ah, ich kann natürlich auch, ne? Mal so machen. Aber bringt nicht wirklich viel. Außer, dass er ganz kurz gestunt ist. Brauche ich halt wieder meine Pfeile, ne? Schön auf die Füße. Achso, du brauchst zwei zu stunnen. Oh. Ja, so geht's auch. Okay. Dann müssen wir scheinbar noch den alten Brunnen machen und dann öffnet sich die Liebe für uns. Und hier gibt's noch einen Tropfen. This is where we built our ox. He started as a simple concept, a way for us to work the fields and improve our crops. But he became so much more. It's no surprise the dearest spirit has latched onto him. Aber es ist kein richtiger Ox, also ein Konstrukt. So. Da ist irgendwas. Ist da der Tropfen? Ja. Dann bring doch das mal bitte hier hin. Da ist auch noch was. Die Blume ist ready. Können wir noch ein bisschen Jumpy Run machen. Aho. Schön in die Scheune rein. Da ist noch ein Krok. Geilo. Let's go. Irgendwie Jump'n'Run geil so rüber. Ne? Nee. Okay. Dann wieder runter. So, für was brauchen wir das Blümchen? Ist ja eigentlich nicht wirklich was Versifftes, ne? Das ist tot, wenn wir da runtergehen. Was war hier nochmal? Ah ja, das war der Tropfen, genau. Hier nichts. Wofür brauchen wir dich? Also, jetzt mal for real. Da bin ich durchgekommen am Anfang, oder? Ja. Beziehungsweise da oben. Ich hol mich dich einfach mal. Genau, was ich brauche, aber ich nehme dich mal mit. Hab dich extra freigeschaltet. Ach, guck mal, der macht hier die Felder. Muss ich das vielleicht machen? Das was gibt? Eine Belohnung? Aha. Hat das XP gegeben? Ich habe es gerade nicht gesehen. Aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall keinen Money gekriegt. Wahrscheinlich habe ich XP gekriegt. Das ist gut. Okay, dann war das wahrscheinlich einfach nur für das. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Checkpoint. Ah, hier. Muss ich doch. Es gibt nur Geld, aber ja, ja, ist ja gut. Ach, ich kann ja sprinten. Right. Kannst du auch sprinten? Nee, ne? So. So, dann mach bitte die Scheiße mal weg. Und gib mir meine Moneten. Yes. So. Dann haben wir jetzt so ziemlich alles erkundet, oder? Dann fehlt ja jetzt scheinbar nur noch das andere Ding. Ah, ne, warte, hier. Stimmt, da machen wir noch. Da habe ich ja was übersehen. Ja, scheiße, wenn das ein Meditationsplatz wäre und ich den einfach ignoriere.
Könnte einer sein. Da ist Platz. Und hopp. Da ist kein Loot. Da ist nur eine Kiste. Aber ein Krog, das ist angenehm. Den nehme ich. Oh. Cutie. Du kommst mit mir. Kann ich? Wie komme ich? Ach so, da kann ich wieder. Okay. Rip. Klatsch. Oh. Ist ja noch mehr. Noch mehr Money. Und das kann er bewegen. Schön. Guck mal, hier haben wir wieder ein Feld. Ich starte mit der Schnecke. Erstmal wieder. Mal gibt's Morde zum Frühstück. Ja, du meinst, du kannst hier den großen Macker machen. Jetzt gibt's Sniper-Action. Keine Chance. Da ist auch noch wer. Schön ins Herz. Jawohl. Oh, nix da. Ja. Boys. Oh, da ist wieder so ein Schmeißer, so ein scheiße Schmeißer. Oh, ein Ding. Oh, da ist was. Aber ist hier noch was? Wo sind die überhaupt? Aha. Da ist auch noch was. Erstmal das hier. Ist das noch eine Absperrung? Kann ich die wegmachen vielleicht? Ja, hätte ich da oben bleiben sollen. Bei 4. Bin noch nicht sicher, wo mich das hinführt. Hier ist auch noch was zu fahren. Okay. Ja, geh mal wieder zurück. Ordnung. Ich weiß nicht, was ich hier überhaupt soll, aber... Ah. Okay. Ah, da kann ich hier hoch. Oh, komm. Bitte, Outfit. Nein. Ja gut, Kopf ist in Ordnung. Ah, ich glaube, die Outfits gibt es echt wirklich nur bei diesen Schrein-Challenges. Beim Maskenschrein. Ein bisschen schade, aber die Challenges sind halt ass. So richtig ass. Aber na gut. Dann laufen wir halt in dem Gewand herum. Ist ja auch schön. Muss ich da? Da muss ich da vorbei, ne? Der Ochse. Moini. Achso, hier waren wir noch gar nicht. The roots from the tower have grown out of control. They've destroyed the foundations of the structure that once stood here. You can probably use pieces of the rubble to reach the base of the tower. Okay. Dann werden wir doch genau das tun. Erstmal Loot. Ja, das hier sieht doch noch Loot aus. Ich habe noch keinen Meditationsplatz gefunden. Nee, ist doch kein Loot. Ich frage, wie wir hochkommen. Ah. Nee, auch nicht so wirklich. Ah. Wait. Stopp!
Aua! Oh Gott. Einfach zerquetscht. Na gut. Hm? Ja, ich bring das gleich in die Luft. Und dich auch. Oh Gott. Der Arme. So genau dich. Dich hier, so. Dann dich hier, so. Dann dich hier, so. Komm schon! Nee, das reicht nicht. Fuck. Achso, hätte ich da vielleicht... Nicht da? Nee, ich muss das drehen. Hm. Hier kann ich. Geh mal hier hin, da ist ein Krog. Eins. Also das ist ja gemein. Scheiße. Ja, wie komme ich... Kann ich da überhaupt hoch? Ja doch, ne? Da ist extra eine Markierung. Ja, ich will da hoch. Und ich komme da hoch. Das sage ich euch. Jump'n'Run hält mich nichts davon ab. Ich würde sagen, ich mache einmal so. Nein! Du Sau. Jetzt muss ich wieder warten. Ne? Glaubst es? So. Perfekt. Dann hier nochmal abballern. So nämlich. So, und dann kann ich hier rüber. Guck! Jump'n'Run Master. Wenn es eins gibt, was ich kann, dann Mario spielen. Für ein paar ausgedorrte Blätter. Klar. Das ist angebracht. So. Dann geht's da hoch. Ich weiß nur noch nicht wie, aber gucken mal. Achso, ich kann einfach. Einfach hier hin. Ja. Dann machen wir das doch. Ich glaube, wir haben alles. Okay. Wie sieht es mit der Zeit aus? Ja, ein bisschen haben wir noch. Oben ist was zum Naschen. Go get it. Go get it. Ah ja, das ist der, genau, der Reliktpunkt. Wir haben noch keinen Meditationsplatz entdeckt, ne? Das wurmt mich ein bisschen. Das ist etwas, das möchte ich schon gerne mitnehmen. Da gibt es doch bestimmt auch wieder einer. Oder? Weil dessen gibt es hier nur Money. Das ist ein Portpunkt wieder, das ist gut. Was haben wir hier? Nichts. Das wäre doch ein schöner Ort für einen Meditationsplatz, ganz ehrlich. Eine Kiste, ich habe sie gesehen. Alles cool, Leute. Schön moini. Ist doch kein Teleportpunkt. Ja, dann sag mal an, was ist hier? This was a sacred site. Built by an ancient people to track the passage of the seasons. It's beautiful at sunset. Adira and I spent many afternoons resting in the shade of these ruins. Ja, kann ich mir vorstellen. Da ist eine Blume. Da ist Zeug. Das kann ich nicht aktivieren. Okay. Da ist ein Meditationsplatz. Einfach so. Also, ich will mich nicht beschweren. Aber ich hätte schon auch noch ein Rätsel gemacht, um das zu kriegen. Ja.
geil. Gib mir den Juice. So, dann machen wir mal die Scheiße da weg. Oder? Ne, warte, erstmal hier noch. Was ist hier? Das riecht doch wieder nach Sekret. Ja, oder auch nicht. Kann ich immer richtig liegen? Ja. Dann wahrscheinlich auf die Blume. Ja. Perfekt. Und Lu, gibt es hier noch was? Kann ich dich zerstören oder was? Oder warum leuchtest du? Oh ja. Kann ich, aber... Ah, das ist ein Puls. Und jetzt bleibt er? Der bleibt. War das alles, was ich machen musste? Gut möglich. Achso, ja, der powert das jetzt. Okay. Nicht? Was war das? Achso, ich muss die... Die sind alle zum Zerstören. Klar. Logisch. Mensch. Hallo, klar. So. Klingeling. Okay. Jetzt geht's in den Folterkeller. Können wir machen. Ja. Da gibt's Action. Rein da. Was hat er hier? Okay. Hey, die habe ich doch getroffen. Das ist ja noch keine Nervengegner. Das freut mich. Ach schon, warte, den will ich. Schon. Zwischen die Augen. Nein. Oh, jetzt kommt ein Blut. Ah, den habe ich. Dich auch. Jawohl. Aua. Oh, ich habe ihn. Ich hab ihn trotzdem noch gekillt, oder was? Naja, wahrscheinlich war das nicht gut. So, jetzt kümmern wir uns um dich. Kannst du es bitte anvisieren? Danke. Ist das nicht gut? Das ist irgendwie. Also ein Zwillingskling-Dude. Was ist mit ihm? Ah! Ja, er bewegt sich viel. Der macht viel Damage. Aua. Der hat er nicht getroffen. Ey, das war doch pariert. Ah, aber ich kann ihn wieder fesseln. Und den Rest bitte per Bogen. Nein, 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 nein. Dass ich die Scheiße auch nicht treffe. Jetzt. Nice. Oh, platsch. Okay. Das sieht nach Tod aus. Schmerzen. Und noch vieles mehr. Achso, da geht's lang. Okay, in der Höhle. Da ist... ist im Arsch. Die kann ich wahrscheinlich reparieren mit Bomben. Wait, da komme ich doch nicht... Da komme ich doch nicht rüber, oder? Oder? Leute, komme ich da rüber? Wenn ihr mich ganz toll anfeuert, dann schaffe ich das. Okay. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff's nicht. Nein.
Ihr seid schuld. Wir haben nicht genug angefeuert. Scheiße. Achso, hier ist eine Tür. Die ist zu. Ja, das ist blöd. Komme ich darüber, wenn ich mich ganz doll... Nee. Vielleicht, wenn ich... Ja, da steht sie nicht drauf, ne? Nee, nee. Da kann ich leider nicht drauf stehen. Sonst würde ich es vielleicht rüber schaffen. Ach. Stell dich nicht so an, Kena. Okay, ich baller mal die Brücke ab. Mach mir mal das Offensichtliche. Na, wie wär's? Gut, dann halt nicht. Sicher? Ja, also. Ja, ist halt die Brücke, ne? Wer hätt's gedacht? Aber wie komme ich da rüber? Was ist das? Schläge. Oh. Okay, das ist cool. Ach, und das füllt es wieder auf. Okay. Aua. Mach doch sowas nicht. Ja, nee. Du ballerst nicht. Ja, beweg dich, Kinder. Das ist cool. Aber pisst euch. Das war ein cooles Rätsel. Also, Rätsel. Ja, doch. Ja. Man muss da erstmal den Tropfen sehen. So, du musst hier rüber, leider. Komm doch mal bitte her. Schön. Guter Junge. Ein schönes Treppchen hoch. Oh, voilà. So, ich kann ja da einfach so rüber. Kein Problem. Ist hier noch was? Okay, das ist eine Blume, aber die ist nicht offen. Achso. Eine Runde Tomb Raider. Oh, noch nicht. Ich sagte. Eine Runde Tomb Raider. Na, geht doch. Kann ich hoch, ne? Das ist ein Sekret. Das sehe ich doch. Nein? Das wäre eine gute Wahl für ein Sekret gewesen. Ich meine ja nur. Oh. Mach das mal durch. Aua. Hab ich den? Ja. Scheiße. Hier ist ja die Kacke am Dampfen. Ihr kriegt mich nie, ihr Schweine. Ja, ich euch auch nicht, aber... Ja. Da ist noch was. Ist das? Nein? Dann schmeiß mal darüber. Aha. Okay, kann ich nochmal? Ah, bringt nichts. Das habe ich nicht geschafft. Sicher? Falscher Knopf. Mensch. Ja, nein! Na gut, ich hab's geschafft, von daher. Ja. War nur noch die. Ah, mach die Suppe da weg. Da geht die Blüte auf. Jetzt schön gegen Melania fighten. Das hat mir noch gefehlt. Aber geht zackig voran, ne?
Gefühl, es geht hier schneller voran als beim letzten Gebiet. Das ist nicht schlecht. Was ist hier? Ach, das ist ein Relikt. Achso, also Erinnerung, so. Tja, ich glaube, daraus wurde nichts. ja. Was kennst du so? Ah, das ist eine Blume. Okay. Wir haben irgendwie wenig Erinnerungen gefunden, ist das richtig? Da kommen die noch. Das ist ein Aufzug. Da ist ein Krog. Das sehe ich. Meins. Versklavt. Jetzt grinsen noch. Ach, sie wieder hier. I see. Okay. Cool, dann hätten wir das. Ich könnte den Part jetzt beenden. Oder ich könnte noch das Ding da mitnehmen. Hm. Komm, ich nehme das mit. Ey, ich nehme das mit. Da wird bestimmt easy. Es wird bestimmt ein cooler Gegner, den ich sofort durchblicke und einfach komplett auseinanderreiße. Wird es überhaupt ein Gegner? Nee. Okay. Ah, mach mal den. Ah, jetzt sehe ich den Ochsen. Ja, das ist der Kopf. Okay, das ist ein geiler Ochsen. Rufus, you're okay. I can't believe it. How are you doing, big guy? Good boy. Easy there, old friend. I'm happy to see you too. She's here to help Adira. He may look rough, but deep down, he's a sweetheart. Cute. Cutie. Die von 10 Ochsen. Time has most of our work to dust, but Rufus here is still chugging along. Let's go find another relic. Okay. Die Glocke vom Ochse. Suche in der Schmiede nach Adiras zweites Relic. So, aber was? Achso, automatisch, okay. Was hindert uns jetzt eigentlich daran, einfach den sweeten Boy mitzunehmen und der rempelt einfach alles um? Was wollen die machen? Er ist doch GG dann. Na gut, dann bleib halt hier. Okay, dann müssen wir jetzt als nächstes zu Adiras Angst beim Eingang der Schmiede. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg dahin. Und dann beenden wir den Part da. Leider doch kein Endgegner, aber immerhin Sweden Ochsen. Hast du auch was? Hier lang. Und ja, dieser Part ein bisschen erfolgreicher als der letzte.
Also der letzte war ja wirklich sehr Panne am Anfang. Also kann man ja nicht anders sagen. Da war ich, ja. War da noch Loot? Da war noch so ein... Ne? Hab ich euch gemacht? Was ist denn? Aua, das XP, wenn ich euch mache? Was meinte ich? Ja, das ist XP. Geil. Nice. Hier ist Secret. Von innen kann man das bewegen. Leute, ich glaube, ich kann den Part auch noch nicht beenden. Das wurmt mich jetzt. Wenn ich das hier liegen lasse, da will ich doch nie wieder dran denken. Wenn ich das jetzt in Ruhe lasse, das geht nicht. Achso, da müssen wir eh hin, ne? Ja, und das hier, das ist halt... Nee. Ist das was anderes? Das ist was anderes, ne? Das hatten wir noch nicht. Nee, aber ich habe gesagt, ich lasse es in Ruhe. Wobei... Ah, hier wird es auch wieder weitergehen. Warte. Mach erstmal. Ich will erstmal gucken. Ach, dafür brauche ich das Schnäppchen. Okay. Das ist ein Hubwagen. Hier brauche ich eh die Schnecke. Und die Schnecke kriege ich, so wie es aussieht, von der Truhe. Oder? Ja, wahrscheinlich, oder? So nahe die Bissen. Ja, dann machen wir die Truhe machen wir beim nächsten Mal, ne? Oh, das Schöne, so mit dem Part zu starten. Nee, das ist die. Das ist der Tropfen, oder? Ja, aber wie zur Hölle komme ich denn da ran? Bro! Ich muss hier durch. Hm? Wait. Ich dachte gerade, was? Könnt ihr euch echt da durchklippen, Alter? Nee. Ja, irgendwie. Alter. Der Cheese. Er hält mich davon ab, den Part zu beenden. Ist hier irgendwo ein Schlupfloch? Leute, wir müssen die Kiste gerade machen. Viel besser. Wir können ja aber so rein. Dann mach erstmal das hier weg. Die Scheiße muss weg. Oh, hier ist auch noch was. Wie komme ich denn hier rein? Hey. Da ist... What? What is this witchcraft? Achso, da komme ich von der Tür da natürlich. Ja. Ja, scheiße auf die Truhe. Aber jetzt kann ich den Part nicht beenden. Ich muss zocken. Ich muss das noch weitermachen. Loot. Der Loot, er hält mich. Er hält mich gefangen. Was macht doch das andere auch noch direkt? Ah, hier zum Beispiel. Mach das mal. Ja, bevor ich es vergesse einzusammeln. Das hier mitnehmen. Achso, da ist auch noch was. Krass. XP. Mitgegönnt. Manch. Hier bitte. Oh, wobei, ich könnte natürlich die Kiste auch jetzt mit der Blume machen. Stimmt. Vielleicht ist das so ein Trick, was es mega einfach macht. Ganz weg. Ach, das ist ein Kopf. Cool. Was ist hier unten? Da war auch noch Loot. Und hier einmal weg. Money. Und das war's. Und ist hier nichts drin? So ein riesiges Haus.
Kein Loot. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, also mit der Truhe im nächsten Part zu beginnen, das wird wieder cursed. Von daher, ich mache das einfach jetzt und ich probiere das mit der Blume zu rocken hier. So, komm ran. Was seid ihr? Hä? Nicht dumm? Achso, hier. Sechs. Es ist halt scheiße, mit dem Vieh zu sehen. Die Kamera ist halt übelst kacki. Hä? Es gibt kein Zeitlimit. LOL. Das ist eine mega geile Truhe. Es ist einfach kein Zeitlimit. Warum können nicht alle so sein? Komm mal ran. Das ist ja übel angenehm. Einer hinter mir? Da war doch gerade einer hinter mir. Ach nee, das war ein Geschoss. So, oh, das ist gut. Weißt du was? Ah nee, das ist so ein Doppelklink. Aua! Aua! Vermöbel ihn! Los! Ah, richtig schön draufballern! Steckt jetzt im Haus. Der denkt, er ist da sicher. Aber hier kommt Schneckchen. Und prügelt die Scheiße aus dir raus. So. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Einen geilen Cowboy-Hut haben wir das gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Wie kann ich nochmal mich hinsetzen. Da. Und tschüss.